bisschen grau dann zu gucken, ne? Hast du gesehen, ja? Paul, schau mal hier. Jetzt hole ich noch mal ein Fernglas raus. Ich habe noch ein Fernglas mitgebracht. Da schaue ich jetzt rein. Da muss ich mal gucken, ob das wirklich. Immer konnte man mein Elternhaus nicht sehen. Renne ich da mal rum. Da, der Schuster. Der große Kameramann. Da. Hätte das Ding gehabt. Sag mal ein paar gute Worte. Ja. In Nebenbarau, im. Schön, dass wir dich wiedersehen. Ja. Reimt sich sogar. Hast du gehört? Das ist schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, aber das war reiner Zufall. Das war hinter der Kirche. Paul, zeig mal dein schönes Gesicht. Thank you.
Henner, ja. Gibt's denn noch eine vor der Brücke Dirschau noch eine weitere Fähre? Glaub nicht. Ich muss noch mal die Karte gucken. Aber das nützt uns ja auch nicht. Da stehen wir dann auch wieder da. Ja. Ja, aber die Motorradfahrer. Irgendwas wird ja sein. Entweder lohnt es sich nicht, dass da einer den ganzen Tag wartet, bis wir kommen und uns rübersetzen wollen, was weiß ich, für 5 oder 10 Slotti. Davon kann keiner leben. Ja, gut, aber dann müssen wir das Ding doch weiter wegmachen. Das ist was anderes, das stimmt. Da hast du, und dann nicht direkt. Okay. Und jetzt hast du dich eine Information hin, heute läuft nicht. Das ist das Wenigste. Er hat schon gefragt. Und da habe ich gesagt, du bist der Cheffahrer, ich bin Kuli, ich darf noch nicht mal beraten. Und er ist der absolute Assistent hier. So, jetzt müsst ihr beraten. Ja. Wenn du kannst ja jetzt auch nicht wegfahren, kommen die Nächsten. Man könnte jetzt sagen, man fährt da oben rauf, ja, guckt sich das an. Ja, aber das bringt es ja nicht, ja. Da kommt der Nächste, bist du aus der Reihe. Drei Dinge nur rauf mit Mühe, glaube ich. Wo ist er jetzt? Jetzt haut er ab. Jetzt kannst du ja einstoppen. Ich meine, die Uhr geht nicht mit dir. Also wir schätzen 20 bis 25 Minuten. Ja, gut. Ja, und 3 gehen immer rauf. Also 1, 2, 3. In 75 Minuten sind wir wieder in Grauden. Dann ist es 4 Uhr. In 75 Minuten. Ja, wir können ja eins machen. Ah ja, es regnet auch nicht so schön. Gucken wir mal auf die Uhr. Jetzt haben wir 15:15 vor. Wenn der wieder hier ist. Das ist eine Stoppuhr. Nee, der ist, ich kann ihn nicht einschauen. Ist kaputt. Ich muss jetzt zur Uhr machen. Also der 20:30. Ja, wenn wir wieder kommen. Dann haben wir den ersten. Ja, aber dann sehen wir, haben wir auch seit 20 Minuten auch wieder verklingelt, wenn wir fahren wollen. Ja, dann ist aber besser. Ist ja besser, wir sehen was und gehen dann mal durch Graudenz, wenn es da schöneres Wetter ist. Durch die Altstadt. Das ist ja hier auch nicht. Nur anderthalb Minuten. Ja. Nur bevor wir in Graudenz sind, dann komme ich 4 Uhr. Dann sind wir einfach noch eine Minute. Dann stolpern wir durch die Stadt. Dann kann ich mit das. Ja, und der kann auch was anderes noch machen, ja? Wir drehen um. Thank you.
Der große Fortschritt war dann das Zündschlossgewehr, nicht? Da ging es bergauf mit der Waffentechnik. Zündnadelgewehr, so heißt es. Zündnadelgewehr. Genau, genau das. Ging in Sachsen, nicht? Ja, Sachsen ist dabei. Er hat eine kleine Presse gleich hier. Hast du gesehen? Ja, ja. Aber weißt du, du kannst ja sagen, was du willst. Irgendwo geht immer etwas schöner aus von diesen Gebäuden aus, ja? So ein bisschen schauer, so ein bisschen kälter, ja? Also die Fantasie wird angeregt. Ja? Ja? Ich bin da. So, ich nehme das Ding, den Buch. Super, super. Na, wie jetzt? Na, so schwer kann ich die Debatte nicht sehen, ja. Aber da war schon nicht mehr. Ja, 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 Debat, puxa, 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 puxa,